Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge durchgequatscht. Erstmal sorry dafür, dass gestern kein Video kam, aber aktuell versuche ich wieder den Content-Qualität hochzuhalten und das hier ist meine 9x6-Aufnahme. Ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, aktuell ist ein bisschen der Wurm drin gerade, weil es einfach so viel gibt, was ich erklären will. Erinnert mich sehr an meine Twisted Fate-Video damals, wo ich auch irgendwie mit keiner Folge so richtig zufrieden war. Vorweg, ich habe mir natürlich euer Feedback nochmal zu Herzen genommen. Ich versuche meine Tab-Sucht ein bisschen zu unterbinden und jetzt immer länger zu drücken. Und auch nur einmal, also prägt es euch ein. Und jetzt hat sich Rune am Anfang zu zeigen. Wir haben Komet, Mana Flow Band, dahinter spiele ich absolut Fokus. Man kann ja allerdings auch die 10% Cooldown Reduction spielen. Dann spiele ich Scorch, ihr könnt auch Gathering Storm gehen, aber das macht in der Solo für dich weniger Sinn. Und da kombiniere ich das mit den Freeboots und mit den Keksen. In Assassin Matchups könnt ihr auch für die Stopwatch gehen, das geht allerdings eher für sowas wie Zed oder Fizz. Bei einer Akali macht es eigentlich wenig Sinn. Six ist für mich der ideale Champion, um den Rentner-Spielstil zu zeigen. Ich habe da netterweise von Pöcki ein kleines Coaching bekommen, als ich angefangen habe, Six zu spielen. Ich muss sagen, Pöcki hatte tatsächlich sehr viele Standpunkte, die ich so noch nicht gesehen hatte und die ich tatsächlich für sehr, sehr gut betrachte. Vorweg, Six ist ein unglaublich vielseitiger Champion aus vielerlei Gründen. Ich muss jetzt hier, ich werde den übrigens helfen, mit einem Q einfach nur, damit wir auf Nummer sicher gehen, dass der hier auf jeden Fall durchkommt. Einfach noch ein bisschen extra Damage, tut mir nicht weh, hier viel auf der Lane. Six ist unglaublich vielseitig, was seine Einsatzmöglichkeiten angeht. Es ist quasi so, dass ihr, wenn ihr Six pickt, natürlich prinzipiell erstmal das Game extrem lange stallen könnt. Wir verbinden alle mit Six einfach die Möglichkeit, Games bis in die 70. Minute zu spielen, obwohl das schon lange nicht mehr der Fall ist, weil 70. Minute, ganz ehrlich, wie viele Items wollt ihr haben? 18. Mittlerweile hat man auch einfach deutlich früher Items. Es ist allerdings auch so, dass Six tatsächlich in High-Tempo-Spielen unglaublich gut ist. Das heißt, wenn ihr als Team ahead seid, dann könnt ihr mit Six das Tempo nochmal mehr anziehen. Das liegt daran, dass er einerseits über die Passive nochmal extra Damage an Türme macht und auch über die Passive vom W extrem stark ist, wenn es darum geht, Türme zu pushen. Einfach weil ihr über den gewissen Threshold kommt und dann einfach die Türme one-shotten könnt. Wir versuchen jetzt hier die Akali zu treffen, das ist mir sogar ganz gut gelungen hier. Das heißt, Six ist quasi sowohl für Teamcomps interessant, die vorne sind, als auch für Teamcomps, die hinten sind. Und das ist natürlich an sich jetzt erstmal sehr positiv. Aber gleichzeitig ist Six auch ein Champion, der sehr, sehr eintönig ist, was die Spielweise angeht. Denn Six ist ein Champion, mit dem ihr keine Outplays machen könnt. Es ist tatsächlich einfach so, und ich hatte damit auch ein bisschen Probleme, da mit meinem Frieden zu finden. Aber es ist schlichtweg, oh, ich werde das sogar flashen müssen hier, die dumme Sau. Der dumme Bär, besser gesagt, war. ich habe ziemlich viel Damage hier mit dem E. Ich glaube, der Wulibär unterschätzt das ein bisschen. Leider mein Herr Schako auch. Wo war denn das Ignite? Hat er das auf die Akali gemacht? Ich glaube schon. Bisschen ärgerlich. Der Q explodiert, wenn er direkt auf Terrain trifft. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel direkt versuchen, den Turm zu treffen. Oh, goddammit, ey. Ist das juicy, ne? Die ist so low und ich kann sie einfach nicht killen. Relativ sad, aber passiert schon mal. Woran liegt es, dass man mit Six einfach keine Outplays machen kann? Naja, der Champion an sich ist... Hier, komm, hilf mir. Ah, ja. Ja, feiner Schako. Wunderbar. Großer Fan. Danke, danke. Perfekt. Thanks, man. Es liegt daran, dass Six an sich ein unglaublich simpler Champion ist im Counterplay. Der Q ist so langsam, dass ihr quasi den Gegner eigentlich niemals treffen könnt. Jetzt könnt ihr nicht sagen, aber Johnny, du hast auf der Lane die Akali relativ oft getroffen. Naja, es liegt daran, dass die Akali sich hier nicht perfekt positioniert. Und die Variante, wie ihr die besten Qs treffen könnt, ist, wenn ihr sowohl die Caster Minions als auch den Gegner trefft. Also quasi auf Minions schießt und parallel die Akali trefft. Das ist das Stärkste, weil das Ding dann natürlich sofort explodiert und ihr gleichzeitig immer noch den Push bekommt. Das bedeutet, dass quasi Six an sich ein Champion ist, wo eure Mechanics sich gefragt sind, aber Six ist ein extremst guter Champion im reaktiven Play. Und das heißt quasi, Six ist sehr, sehr gut darin zu zonen. Das heißt, er kann quasi gerade bei Objectives einen fantastischen Job machen. Und er ist extremst gut darin, wenn ihr vorherseht, was der Gegner vorhat. Weil ihr könnt rausjumpen mit den W, ihr habt extremst guten Damage in den Choke Points natürlich sowieso, aber ihr seid auch sehr gut in der Lage, einen Gegner quasi am Anfang des Teamfights rauszunehmen. Desto eher ihr also wisst, dass ein Teamfight entsteht oder ähnliches, desto besser. Und ihr könnt mit Six tatsächlich schon ein bisschen aggressiv spielen, wenn ihr wisst, wo der Enemy Jungler ist. Das heißt, ihr profitiert im Endeffekt bei Six von allem, was ihr über das Game wisst,
könnt ihr unglaublich profitieren, wenn ihr es in den Momenten richtig einsetzt. Six ist ein Champion, der nicht darüber kommt, dass sie mechanikmäßig irgendwie 10 Qs in Folge trifft, weil ganz ehrlich, wenn die Gegner ein gewisses Skillniveau erreichen oder euren Skillniveau sehr ähnlich sind, wird das relativ selten passieren. Aber, sondern wenn du einfach Makro verstanden hast, wenn du in der Lage bist, Risikomanagement richtig zu betreiben und wenn du in der Lage bist, relativ langsam und geduldig zu spielen. Und genau das ist aus meiner Sicht dieser Rentnerspielstil, den ich eben schon angesprochen hatte, der extrem stark ist. Das ist wirklich etwas, wo man sich am Anfang ein bisschen gegen sträubt. Also gerade ich hatte echt Probleme, ihr wisst, ich coinflippe Games auch mal ganz gerne mit einem aggressiven Play und quasi auch nicht zu roamen oder sehr wenig zu roamen, ist mir am Anfang unglaublich schwer gefallen. Für mich war da eine Lösung zu sagen, okay, ich spiele mit Teleport, weil das zur Folge hat, dass ich zumindest, wenn mein Team gedeifert, dazukommen kann und, falls ich mal in der Lane tatsächlich Blödsinn gebaut habe, mit dem Teleport schneller wieder auf die Lane komme. Das bedeutet aber auch, dass ich meinen Teleport eigentlich fast immer nur einsetze, falls mein Team irgendwo gedeifert. Also ihr werdet mich eigentlich nie irgendwo einfach random zu einem Gank oder sowas rotieren sehen, einfach weil das nicht der Spielstil ist, den ich mit dem Teleport erreichen will, sondern ich möchte meinem Team lediglich Backup geben, falls es zu einer Dive-Situation kommt. Ich würde der Akali auch nicht hinterher roamen, wenn die jetzt hier irgendwie anfängt, über die Map zu rotieren. Was ihr hier gesehen habt, ist quasi, dass ich ein Ward nach unten habe, gesehen habe, dass der Volibear eben Topside bin und dann eben die... Okay, das ist jetzt relativ random, dieser Engage. Das sollte nicht funktionieren, das wird auch nicht funktionieren. Ich werde jetzt hier einfach mein Damage maximal rausbringen, um den Chaco ein Freekill zu ermöglichen. Das ist quasi dieses Sonic-Potenzial natürlich, was man hier auch so ein Stück weit sieht. Jetzt könnte ich hier für den Turm Green, aber auch da ist es wichtig, Six hat extrem viel Damage an Strukturen, aber ihr müsst euch immer überlegen, okay, wann ist es worth und wann ist es besser für einen Recoil zu gehen. Hier habe ich den Volibear Toplane gesehen, das heißt, in dem Moment wäre es wahrscheinlich worth gewesen. Ich hatte ihn allerdings vorher noch nicht gesehen, wusste nicht genau, wo er war und wollte nicht overstayen. Und gerade ist das Trapper, genauso wie der Ludens Recoil, sind zwei essentielle Recoils, auf die ihr quasi sehr angewiesen seid und immer möglichst früh nehmen solltet. Einer der größten Unterschiede, die aus meiner Sicht gute zu sehr guten Six-Spielern haben, und ich auch noch nicht ganz, mir noch nicht ganz gelingt, ist zu versuchen, die Ultimate nie als Last-Tool einzusetzen oder sehr selten, sondern stattdessen eben tatsächlich für den größtmöglichen Schaden in den Teamfights zu gehen. Das heißt auch tatsächlich im Zweifelsfall meine Frontline zu holten oder halt eben meine Backline zu holten und halt bewusst nicht auf Kills zu gehen, sondern darauf zu gehen, den Gegner möglichst low zu machen, damit er nicht in der Lage ist, den Teamfight vernünftig zu fighten. Chaco sollte jetzt hier die Krabbe nehmen. Ich wehe die Krabbe. Der W sollte ihn natürlich möglichst selten aggressiv einsetzen. Hier ist der Hintergrund, dass ich dadurch natürlich diesen Debuff von der Krabbe wegnehme und es mir dadurch gelingt, dass der Chaco auf jeden Fall die Krabbe machen kann, bevor Volibear da ist. Ich werde das jetzt hier hart pushen. Chaco möchte natürlich, dass ich dahin rotiere, weil er einen möglichen Kill sieht. Ich sehe das weniger. Naja, ich bin hier so safe, wie man nur safe sein kann. Und jetzt wieder aus der gewohnten Distanz hier den Gegner ein bisschen zusetzen. Ich kann jetzt hier auch den E einfach mal drüber knallen. Super easy disengage. Ihr habt über den W-Spell so unglaublich viel Distanz, die ihr aufbauen könnt. Also das ist auch das, warum Six ja mehr gespielt wurde. Das Ganze wurde gebufft und dadurch habt ihr nochmal mehr Möglichkeiten, einfach über die Distanz zu arbeiten und die Distanz wieder aufzubauen. Plus, was ihr auch machen könnt, ist quasi ein E hinlegen und damit den W den Gegner da reinschießen. Das ist etwas, was ich persönlich noch sehr selten nutze, was ich allerdings bei besseren Spielern immer wieder sehe. Jetzt muss ich hier gerade aufpassen, weil es ein bisschen verlockend ist, gerade für den Turm zu gehen. Aber ich glaube, dass der Volibear schon wieder hier ist. Und auch hier natürlich wieder sofort einfach die Szene disengagen mit dem W. Das hat die Akali diesmal deutlich besser gespielt, weil sie halt vorher schon ihren Gap-Closer getroffen hat. Oder ihr Gap-Closer-Tool, das ist es ja eher. Ich werde jetzt hier wieder die Caster-Minions ehen. Dadurch kann ich quasi den Gegner sehr gut unter Druck setzen, weil er nicht so leicht in der Lage ist, dann dahin zu kommen. Jetzt versuche ich, für den aggressiven Play zu gehen. Oh, sehr schwacher Flash von mir. Ah! Ach Gott. Ja, ich versuche für den aggressiven Play zu gehen und natürlich werde ich sofort dafür gepunished. Ne? Das ist genau das. Das Rentnerbild, der Rentner-Way of Life wäre gewesen, hier nicht für den aggressiven Play zu gehen. Den W aggressiv einzusetzen, dafür gepunished zu werden, ist unglaublich. Ist etwas, was immer wieder passiert und was ihr unbedingt vermeiden wollt. Und das Wichtige ist quasi, ich bin noch nicht bei diesen Rentner-Stil komplett angekommen, ist aber zu verstehen, dass dieser Play, den ich gerade probiert habe, nicht worth ist. Dass ich es einfach nicht brauche. Weil Six auch auf der auf demselben Gold-Level extrem gut funktionieren kann
und dass ihr dementsprechend nicht für dieses, für diesen Risiko-Play gehen müsst und gehen sollte. Ich versuche jetzt hier die Zyra unter Druck zu setzen. Shaco wiederum geht für die Poppy und ich kann wahrscheinlich hier sogar noch die Zyra killen. Und nee, kann ich nicht. Goddammit, dass ich da in die Trap laufe wie so ein Idiot. Naja, einer der wenigen TP-Plays. Wie gesagt, ich versuche die TP relativ selten einzusetzen. Eure Pässe wird übrigens vom Kuda massiv reduziert, wenn ihr in der Lage seid, Spades einzusetzen. Das heißt, wenn ich hier Spades einsetze, kommt eben meine Passive zum Tragen und ich kann die dann öfter nutzen. Jetzt wiederum kann ich die Pässe von meinem W einsetzen, um mir eben mir unten Trade First Blood zu holen. Das ist etwas, was ich relativ spät erst mit Six tatsächlich realisiert habe, dass wenn ihr für die Roams geht, wofür ihr eigentlich nicht gehen solltet, also reden wir nicht von Roams, sondern von TP-Plays, wenn ihr für ein TP-Play geht, solltet ihr immer versuchen, warum läuft die Sieve mir jetzt hinterher? Die ist doch jetzt wohl hoffentlich nicht tiltet, als ich Potentum geholt habe, oder? Naja, eine Sieve will natürlich normalerweise auch immer über die Midlane spielen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt hier mit einem Six zusammen der beste Call ist. Hm. Vielleicht kann ich den sogar nehmen. Oh, wie nett von ihm. Ich glaube, mit dem Blue sollte ich in der Lage sein, die Sidelane zu spielen. Also die Sieve möchte jetzt tatsächlich eher die Midlane spielen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil du mit Six natürlich eher über die Sidelanes gehen willst. Aber nochmal zu der Szene von eben. Ich hatte tatsächlich zwischendurch Folgen, wo ich für die aggressiven Plays gegangen bin, es funktioniert hat und ich nicht ganz so damit zufrieden war, weil aus meiner Sicht ist es schon wichtig, dass auch das Verständnis dafür entsteht, warum quasi in solchen Momenten es nicht richtig ist, für die aggressiven Plays zu gehen. Also genau das, was ich gerade gemacht habe, wollen wir nicht. Woran liegt es? Weil das Counterplay so einfach ist. Ich aktiviere meinen W aggressiv, die Akali denkt sich entweder im selben Moment oder sogar reaktiv, wenn sie es gerade besonders gut gemacht hat, okay, dann kann ich ja jetzt einfach mal auf den Six drauflaufen und mein Counterplay dazu ist extremst gering. Kann jetzt hier für den aggressiven Play gehen, weil ich halt eben die Vision vorher hatte. Sofern ihr in der Lage seid, das Spiel vor euch herzutreiben, ist es besonders gut. Ich habe es geschafft, den Gegner mit dem W allerdings aus meiner Ult-Sweet Spot quasi rauszudonnern. Das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das, was ihr versuchen solltet. Jetzt möchte ich eben diesen Loons Record, den hätte ich auch schon davor nehmen sollen. Wie angesprochen, sind das die beiden Records, die ihr eigentlich selten hier hinauszögern solltet. Und was ihr im besten Fall mit Six immer erreicht, ist einerseits, dass ihr farmmäßig auf einem guten Level seid, aber dass ihr sehr viel über Turret Platings kommt. Six ist extrem gut in dem Pushen der Objectives und ihr solltet immer gucken, okay, wo ist ein Turm schon so low, dass ich mit einer Überzahlsituation tatsächlich für einen Turm gehen kann. In diesem Fall werde ich jetzt hier mit denen gehen, weil der Volibear low ist. Die Akali wird das nicht halten können, die Caitlyn ebenfalls nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Sivir und Jenna für den Push gehe, sollte sich eigentlich niemand dagegen stehen können. Viel aggressiv eingesetzt, gleichzeitig allerdings ein gutes Backup gab von der Jenna und auch nur dazu übergegangen, weil ich gesehen habe, okay, der Jenna W trifft. Jetzt wiederum muss ich natürlich die Akali respektieren, weil die hat eine sehr hohe Engage-Range. Kann hier jetzt meinen E hinsetzen, damit die Akali eben nicht einfach hier durchdashen kann. Sollte sie es doch machen, bekommt sie sehr viel Schaden. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, okay, was ist der nächste Play? Wir haben eine sehr, sehr starke Top-Lane. Triple-Plating verlieren wir in 30 Sekunden. Das heißt, ich würde sehr gerne hier noch für gehen. Weiß nicht unbedingt, ob ich das kann. Aber ich denke schon. Oh, no. No. Ah. Oh Gott, so viel Schaden. Ja, okay, das war close. Auch das war in der Theorie schon wieder ein aggressiver Play, ne? Also, dass ich hier mit dem W für den Turm greede, weil ich halt unbedingt noch die beiden Turret-Placings haben will, statt den W einfach wie normalerweise defensiv einzusetzen, ist schon wieder ein Risiko. Kann hier die Zyra-Pflanzen zerstören, dadurch sollte ich eigentlich die Sieve retten. Und auch hier wieder der aggressive W-Einsatz wird davon der Zyra fast gepunished, sie hilft mir und verliert ihren Flash. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch. Ich persönlich finde es trotzdem sehr schwer, es mir komplett abzugewöhnen. Für mich ist bis jetzt der wichtigste Schritt, dass ich mehr und mehr verstehe oder dass ich nach jedem Play sofort sage, okay, scheiße, das war schlecht, okay, das war schlecht, okay, das war schlecht. Und wenn ihr zu diesem Punkt kommt, wo ihr quasi das mehr und mehr realisiert und dadurch natürlich dann auch langfristig immer wieder die Plays minimal verändert und dem Ziel dieses Rentners jetzt näher kommt, ist es, glaube ich, sehr, sehr richtig. Ich glaube, am Anfang ist es aber auch wichtig, die eigenen Replays dadurch zu gucken. Zu sehen, okay, wann bin ich für den Play gegangen? Welcher Play war wirklich zu aggressiv?
Und das ist etwas, wo es mir eben vergönnt war, mit Brücke über die Replays drüber zu gucken, was natürlich da ein Stück weit helfen kann. Es hat übrigens sehr gut darin, Objective hier die Camps einfach wegzunehmen. Wenn Camille jetzt dann geht, werde ich dann zur Toplane rotieren. Kann ich nochmal einmal... ich glaube, den Q sollte man zum Beispiel nicht werfen. Ich glaube, dadurch, dass ich den Q werfe, zeige ich den Gegner nur, wo ich bin. Was in dem Moment keinen Mehrwert hat. Ach, geil. Ich liebe die Cloud-Map, wenn du da ein bisschen schneller in Rotations bist. Finde ich auch eine der attraktivsten. Also dieses Mountain mit diesen extra Dingern ist finde ich auch noch ganz nett. Infernal, wo quasi die halbe Map fehlt, finde ich jetzt persönlich ein bisschen boring. Ich rotiere jetzt hier wieder nach oben. Einerseits, weil die Camille vorgegeben hat, ey, ich möchte das unten spielen. Andererseits, weil ich halt eben in der Lage bin, so einen Turm, der schon so low ist, natürlich sehr, sehr bald schon aktiv gefährlich zu werden. Ich glaube fast, dass hier ein Gegner ist. Zumindest ein sehr offensives Positioning von der Poppy. Die hier natürlich jetzt auch von Anfang an hart einsteckt. Ne? Also ein Bruiser, Melee Bruiser ohne harten Engage gegen den Six zu spielen, das macht keinen Spaß. TP von der Camille in die Mitte könnte ich zwar auch machen, will ich allerdings nicht, sondern ich gehe mal wieder für den Redner Way of Life, hol mir oben den Turm. Und jetzt habe ich quasi an allen Turmkills quasi teilgehabt, die bis jetzt in diesem Spiel passiert sind. Ich versuche jetzt immer mal wieder so ein bisschen in die Rotation reinzublicken, einfach nur um zu gucken, okay, kann ich mein Team mit der geschickten Ultimate hier aktiv helfen? Oder ist das gerade nicht möglich? Camille ist jetzt hier oben. Ich denke, wir könnten hier sogar noch ein bisschen Schaden machen. Noch einmal die Passive ausgelöst. Es ist nur ein Turmhit, das ist okay. Wichtig auch, hier nie zu lange zu stayen. Ihr wollt immer diese Resets auch nutzen, um das möglichst... Ach Gott. Um möglichst viel Gold zu kriegen und nicht zu overstayen. Ist halt nervig. In solchen Büschen sollte man wahrscheinlich nicht unbedingt recoilen. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, I gonna flash, I guess. Ruhig bleiben erstmal. Jetzt habe ich kein Mana mehr für den B. Ich bin ruhig geblieben. Das ist gut. Ich habe quasi lange gewartet, ob ich flashen muss. Shaco macht währenddessen unbeirrt den Herald. Herald natürlich mit Shaco in Kombination extrem stark. Use Herald with my W. Ich sollte hier oben tatsächlich doch die Wave rauspushen. Einfach damit das jetzt hier nicht zu uns hin pusht, weil das einfach dazu führen würde, dass einer aus unserem Team nochmal top rotieren muss und uns das Tempo kostet. Wofür ich meistens gehe, ist Double Magic Pen. Hier macht das durchaus Sinn. Conqueror. Ja, wir haben nur eine Magic, magische Schadensquelle. Das heißt, die Gegner werden interessiert daran sein, tatsächlich für Armor zu gehen, statt mehr. Ich werde hier jetzt drauf tippen und dann einfach den Herald nutzen. Herald mit 6 ist so lächerlich, weil du quasi einfach mit den einfach zu simpel reagieren kannst. Ne? Aggressiver Play wieder, sofort gepunished worden, Half-Life gegangen, war überhaupt nicht notwendig. Ich kann es mir aber auch wirklich schwer abgewöhnen. Gerade solche Situationen sind manchmal einfach zu verlockend. Zyra hat das gut gelöst. Ah, lol. Er hat einfach die Puppe geworfen, oder was? Ist denn bei ihm los? Hab jetzt meinen Double Magic Pen Power Spike plus nochmal ein bisschen mehr AP unter der Haube. Das ist schon relativ gut. Ich glaube fast, dass wir das einfach siegen können. Uiuiui. Da wurde die Legendary Banana in Legendary-Modus versetzt. Aber währenddessen hat die Akali hinten gewütet. Ah, die Akali kommt hier leider gerade ein bisschen zu einfach in die Fights rein. Wenn ich schon eher Probleme damit habe. Ah, ich versuche hier die ganze Zeit aus sicherer Entfernung zu arbeiten, kann allerdings den Fight auch nicht so wirklich in eine Richtung deuten. Das war jetzt wieder zum Beispiel ziemlich bad, weil ich quasi meine Ultimate als Last-Tool benutzt habe. Und dadurch wiederum nicht in der Lage war, mit der Ultimate den höchstmöglichen Schaden zu machen. Ne? Das sind all diese Dinge. Ich finde, mein Six ist noch lange nicht da, wo ich ihn haben will. Und trotzdem habe ich schon das Gefühl, dass ich mit meinen Six extrem viele Games sehr positiv beeinflusse. Und ich glaube, wenn ein Champion, obwohl ihr noch nicht gut spielen könnt, bereits gut ist, dann ist es immer ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube tatsächlich, dass ein extrem gut gespielter Six aktuell in fast jedem Matchup bestehen kann, was eben auch daran liegt,
dass der Champion in vier Matchups nicht das Matchup spielt, sondern die Lane dann. Indem du halt einfach immer wieder hingehst und nur die Minion Wave clearst, kannst du sehr viele Matchups aktiv aus dem Weg gehen. Und weil der Champion halt einfach im Zweifelsfall, wenn selbst gegen Roaming-Gegner halt einfach so viel Pressure auf den Turm ausübt, dass es schon wieder super schwer ist, dagegen klarzukommen. Hier sieht man sehr schön, warum ich Morelos ausbaue. Ne? Wir haben eine Poppy, die natürlich zumindest über Dress ein bisschen was hat. Dann haben wir einen Wulibe, der über die Passive kommt. Conqueror, Akali und die Caitlyn wird früher oder später auch Lifesteal haben. Das ist ein Szenario, wo ich persönlich finde, das ist fein. Da kann man Morelos upgraden, ansonsten ist es sehr oft nicht goldeffizient. Ich will natürlich meistens mit meinem Team gegroupt sein, möchte hier allerdings einmal ganz kurz die Botwave nehmen. Einerseits, um die natürlich in Push zu versetzen und andererseits, weil es einfach eine große Wave ist und ich hier auch einfach Gold sehe, was ich gerne haben möchte. Oh Gott, let's not talk about that. Währenddessen gibt mein Team allerdings Ham. Dadurch, dass ich nicht dabei bin, habe ich sofort ein Riesenproblem. Muss nicht unbedingt sein. Ne? Soll die wahrscheinlich eher nicht reingehen, nicht Botlane gehen. Aber wobei, ich glaube, das ist sogar fein. Ich glaube, sowas wird immer wieder passieren. Aber genau das ist ja das Ding. Mit Six machst du so etwas eigentlich super selten. Jeder, der schon Spit-Push-Champions in der Solo-Queue spielt, weiß, wovon ich rede. Es ist der absolute Horror. Na gut. Ich glaube, ich kann das hier recht entspannt Wave klären. Brauche ich mir, glaube ich... Oh mein Gott. Ey, oh Gott. Ich habe das so gedörbt. Ich hätte die so easy killen können, ne? Ihr könnt mit dem W nicht jumpen, wenn ihr in der Situation seid, dass ihr gerade geroutet seid. Das heißt, auch wenn ihr das Ding unter euch legen könnt, bedeutet das nicht, dass ihr rausjumpen könnt. Ich wurde da komplett durchsitzen und habe trotzdem überlebt, einfach nur weil die Jenna gut im Game ist, aber normalerweise muss ich da halt sofort sterben. Ne? Wenn ich da durch so einen Choke Point durchmarschiere. Ja. Guess what happened, guys? Ich bin für einen aggressiven Play gegangen und wurde dafür gepunished. Es ist wirklich super schwer, diesen Rentner-Spieß den in mein Hirn zu kriegen, ne? Es ist so schwer. Ich meine, ich gehe da aggressiv, um eine Zyra zu catchen, die 2-5 steht. It's terrible, but it's in my blood. Und ich glaube wirklich, 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 man muss diesen Rentner-Spieß den irgendwie sich direkt durch die Vene geben oder so. Weil ich finde es so schwer, aber es wäre so gut und es wäre so entscheidend. Und der einzige Grund, warum wir dieses Game hier fast verlieren, ist, weil ich zu viel Risiko gehe. Weil ich immer wieder für die Plays gehe. Und ich finde diesen Rentner-Stil fand ich bis jetzt einfach immer boring. Mittlerweile finde ich ihn einfach fucking schwer. Weil jeder von uns irgendwo in seinem Körper dieses Gen hat, wo er sich sagt, Alter, ich will carry. Und das ist etwas, was ich immer wieder Leuten vorwerfe in der Solo-Queue, dass wenn sie ein starkes Team haben, sie sich nicht carryen lassen. Das ist das eine. Das ist quasi das Ultimum. Das, worum es hier geht, ist, dass ich allein schon, dass es nicht darum geht, dass mein Team ohne mich gewinnt, sondern dass ich es nicht gebanaged kriege, Risikoplays schlichtweg zu vermeiden, weil ich sie nicht brauche. Mache hier extrem viel Schaden. Ich glaube, wir können das fighten. Aber nicht unbedingt so. Oh, lol. Danke, nett von der Akali da einfach reinzujumpen. Zyra springt aggressiv. Auch das ist es eher nicht, was die Gegner hier gerade brauchen. Ich wusste nicht genau, in welche Richtung ich hier wirklich jumpen will. Oh, okay. Habe mit meinem E natürlich sehr viel Kontrolle über den Fight. Das war ganz schön. Von außen dazugegangen. Lange mit dem W gewartet. Sehr viel Schaden in dem Fight gemacht. Das ist schon deutlich besser. Jetzt chasen wir hier einen Wulibär leider. Ich hatte die Hoffnung, da vielleicht... Okay. Tja. Wäre in diesem Moment der Rentner Way of Life gewesen, Midlane rauszupushen? Maybe. Maybe. Ich denke schon. Ich glaube, generell ist das allerdings trotzdem schon wieder ein Game, wo ich deutlich mehr Rentner bin, als ich früher war. Ne? Also ich glaube, selbst das
ist schon ein Fortschritt. Ja, also sonst wäre ich viel öfter gestayed, hätte versucht noch mehr für die Plays zu gehen. Gerade wenn ich den Lead habe, gehe natürlich da auch präferiert immer wieder für meinen geliebten Soulstealer. Ich bin so scheiße in diesem Game. Es ist unbelievable, ey. Ich meine, wenn wir den Drake kriegen, ist es trotzdem over. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie es ist, wenn, also wie, was für Games ihr haben werdet, auf dem Weg, den Rentnerspieß die komplett zu verinnerlichen. Wir haben immer noch 3 Versuche für den Drake zu gehen. Ha. Poppy farmt währenddessen No Oben halt einfach nur. Ist aber mittlerweile auch ein Level über der Camille. Unser Shaco ist dasselbe Level. Wir sind alle levelmäßig nicht vorne, ey. Ist crazy, ne? Um 6 Kills mehr. Morellos ist hier sehr gut. Also ich sollte wahrscheinlich am Anfang des Fights sogar ulten. Damit ich diesen Effekt auf möglichst viele Leute verteile. Mal versuchen, ein bisschen flotter wieder hinzurotieren. Sind die dran? Nee. Hat die Poppy echt relativ cocky einfach eine Trap probiert, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Ja, aber ich glaube, das Game eignet sich tatsächlich nicht unbedingt für den Main-Kanal, aber sehr gut für den Zweit-Kanal, um zu zeigen, wie dieser Prozess ist, ne? Also, dass man wirklich, wirklich einfach bei jeder Szene sich sagen muss, okay, der Rentner-Way of Life wäre gewesen, das zu tun oder das zu tun oder das zu tun. Die Sire sollte tot sein, sollte ich nicht ulten müssen. Crazy. Ich würde gern hier oben in den Busch kommen. Ich würde gerne die Arcani punishen, wenn ich für diesen... die dafür geht, das zu clearen, aber die scheint das gar nicht clearen zu wollen. Ich dachte, ich könnte die damit quasi baiten, aber die hat es einfach gar nicht gesehen, glaube ich. Natürlich ein bisschen blöd. Boah, da haben wir gerade extremst viel Initial-Damage gemacht. Und auch hier wieder der Morellos-Effekt, natürlich super wichtig. Ach Gott, ich komme so über so viele Wände heute nicht, die eigentlich relativ Standard sind. Hier wieder genutzt, dass das Ding sofort explodiert, wenn ihr das auf eine Structure trefft. Der Dash ist der richtige Call, aber ich habe einfach keinen Mana. Boah, belastend. What is wrong? Phone Call. Das ist witzig. Von auch nicht jeden Tag. Ja, und jetzt bin ich halt irgendwie 4-3-10. Das sind so meine ultimativen Standards-Stats mit 6. Wenn ich ultimativ tryhard, bleibe ich meistens so auf 2 Toten. Eine dumme Aktion mache ich auf jeden Fall pro Game.
Darauf kann man sich eigentlich recht gut verlassen. Banshees hat sich noch geholt. Sonias und Banshees. Du Scheiße. Boah. Ich kann hier jetzt die ganze Zeit die Zara einfach den Damage sofort wieder wegnehmen, I guess. 30 Sekunden ist der Drake up. Ich kann euch nicht sagen, warum wir da nicht sind. Oder warum ich da nicht bin. Lass mal sagen, wir wollten erst Midlane Prio haben. In der Theorie ist das jetzt ganz nett von der Jenna gewesen. Ich habe jetzt meinen Level 16. Oh mein Gott. Oh. Ja, wenn ihr ja irgendwer mal geholfen hätte, ne? Crazy, ja. Ja, auch hier wieder, ne? Ich ulte zu spät. Also streng genommen ulte ich eigentlich überhaupt nicht in den Fight. Und das ist halt etwas, wo ich das Gefühl habe, da wartet man. Okay, the late game is just sick. Jo. Da würde ich einfach mal green. Ja, natürlich noch öfter ult ist auf jeden Fall für Six super nice. Not gonna lie. Das ist schon mehr als nur nett. Ich habe TP ab, das heißt, ich kann wahrscheinlich Top TP und mir die Wave holen. Aber wahrscheinlich geht die sie wieder hin. Ich habe das Gefühl, die Gegner machen den. Mit Desperate Call hätte ich denen jetzt schon zugetraut. Ja, der Shaco nimmt das Game natürlich trotzdem völlig solo. Ne? Also klar, ich habe hier und da meine hellen Momente, aber insgesamt ist das einfach ein Shaco-Game. Das Ding ist, ich kann diese Qs hier die ganze Zeit reinwerfen, weil ich quasi außerhalb der Engage-Range von Zyra bin. Und solange ich damit irgendwann jemanden treffe, ist das immer worth. Na? Wichtig hier, der W, ich bin auch natürlich gegen den Volibear Engage. Ein verlässlicher Partner, wenn man so will. Und der E ist halt quasi, gerade in dieser Phase des Games, ist der so busted von Six. Ich kann mehr oder minder machen, was ich will. Weil ich einfach den eh irgendwo hinlegen kann und niemand kann mehr durch. Zara gibt sich hier natürlich auch Mühe mit ihren Pflanzen, aber vergleicht einfach nachher mal den Damage, den dieser eh macht. Es ist so disgusting. Ich würde sie aber tatsächlich weiter A haben. Sehr schön. Ja, ich kann hier einfach ein E reinlegen und dann kann hier eigentlich auch keiner mehr langkommen. Was wir auch machen könnten, wäre einfach meine Ultimate auf den ADC. Das geht natürlich auch oft. Einfach um nochmal den Druck zu erhöhen. Quasi als Gigapoke. Ja, jetzt sollten wir Nash. Och, Jenna. Einfach sofort anfangen. Der Damage müsste reichen. Shaco hat einen extrem guten Nash. Da den W jetzt natürlich nicht rentnermäßig eingesetzt. Oh, wo ist denn die Zara hin? Upsi. Sagen wir mal, ich wollte die Cloud Soul nutzen. Oh oh. Ah. Gott sei Dank hat mich Papa Shaco.
tatsächlich für den nächsten aggressiven Play auch schon wieder gestorben. Ja, damit kommt tatsächlich dieses Video auch erst einen Tag später, weil ich habe heute schon so viele Aufnahmen probiert. Ich glaube, ich bin einfach im Mental Boom jetzt langsam. Was ein bisschen schade ist, aber ich glaube, es ist ein gutes Ergänzungsvideo zu dem Video, was ihr hoffentlich auf meinem Hauptkanal schon gesehen habt oder sehen werdet. Nämlich das, wo ich Six erkläre und den Rentnerspielstil. Ansonsten, ja, eingeflashter Ult von Poppy, da macht man auch nicht so mega viel. Einfach mal rein ulten, ne? Ein bisschen Damage testen und dann geht GWP schein. Ich wurde gecarried, ich bin einfach nur mitgeflogen, aber ich glaube, man hat schön gesehen, wie man sich selber hinterfragen muss nach jeder Szene. Und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was man braucht. War der Tilt-Proof? Ich glaube übrigens nicht. Ich glaube, irgendwer hat hier rein zu rennen und ich glaube, das war Shaco. Am Ende des Games habe ich nicht mal Muss-Damage, was man als Six immer haben sollte. Aber trotzdem, das war eine weitere Folge auf meinem zweiten Kanal. Haut rein, bis bald, euer Job.